Das Krokodil ist grün und schwimmt sehr gern im Nil mit seinem Kind. Das Krokodilkind ist noch klein, drum muss es bei der Mutter sein. Ihm macht das Schwimmen keinen Spaß, das Wasser ist ihm viel zu nass. Es sagt zur Mutter, bitte schön, ich möchte mal ans Ufer gehen. Dort fängt das Kind bald an zu schwitzen, man sieht es nur ins Wasser flitzen. Gleich taucht es unter in den Dreck und ist mit einem Male weg. Da fängt die Mutter an zu schreien, mein armes Kind ist noch so klein. Ich muss es finden irgendwann, denn was erzähl ich meinem Mann? Ein Elefant schon lange Zeit, dort steht ihm tut die Mutter leid. Sie sagt zu ihm, ach bitte schön, hast du mein kleines Kind gesehen? Da sagt das Elefantentier, ich sah es erst vor kurzem hier. Doch besser ist, du fragst die Affen, die können sehr viel weiter gaffen. Die Affen geben ihr den Rat, flussauf zu schwimmen in der Tat. Da sieht sie dann das Kindlein spielen mit vielen anderen Krokodilen. Und da fällt es der Mutter ein, mein Kind ist wirklich viel allein. Es sollte immer fröhlich spielen mit vielen anderen Krokodilen. Sie gründet dreimal, dürft ihr raten, den allerersten Kindergarten für Krokodile groß und klein.